Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir und zu dem dritten Teil meiner Bookshelf-Tour. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf dieses Video. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wir befinden uns hier gleich am Anfang auf meinem Arena-Regalbrett. Und ja, hier erwarten uns einige wunderschöne Schätze, würde ich sagen. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Part 1 und Part 2 meiner Bookshelf-Tour verlinke ich euch natürlich in der Infobox, genauso wie alle Bücher, die ihr jetzt hier sehen werdet. Schaut da bitte unbedingt vorbei. Es ist natürlich immer eine Schweinearbeit, diese ganzen Bücher da unten zu verlinken. Also von daher wäre es ganz cool, wenn ihr da einen Blick drauf werfen würdet, weil es ist echt eine Sache, die mehrere Stunden in Anspruch nimmt und mich immer sehr viel Nerv und Zeit raubt. Also mir sehr viel Nerv und Zeit raubt. Aber jetzt genug geschwafelt. Hier geht es los mit der zweiteiligen Reihe von Kelly Keaton. Ich glaube, eigentlich ist es als Trilogie geplant gewesen, aber der dritte Teil ist nicht erschienen. Dein göttliches Herz entflammt ist der erste, der rote, und Dein göttliches Herz versteinert, der zweite. Das geht so ein bisschen um griechische Mythologie, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Irgendjemand hat mir mal geschrieben, du hast die Bücher noch nicht gelesen, dabei magst du Percy Jackson so gerne, du musst sie lesen. Deswegen habe ich sie bis dato jetzt auch noch nicht aussortiert, weil ich mir dachte, wenn die Leute sagen, ich muss diese zwei Bände lesen, dann kann das Ende nicht so böse sein, als dass man den dritten Teil vielleicht vermisst. Wenn ihr selber das Buch schon gelesen habt und da Erfahrungen habt, könnt ihr mir diese natürlich gerne schreiben. Dann habe ich hier stehen Vision, das Zeichen der Liebenden von Anna Alonson und Jarrell, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen, weil das so komisch geschrieben ist. Das ist der erste Teil einer Trilogie und hier geht es irgendwie um ein Tattoo, was zwei Menschen miteinander verbindet oder irgendwie so, ich weiß es nicht ganz genau. Nini hat das damals gelesen, fand das gut, hat sich dann auch Teil 2 und Teil 3 bestellt, hat die glaube ich aber bis heute nicht gelesen und ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich für mich lohnt. Das wäre so ein potenzielles Buch, was in diese Reihe, muss ich dieses Buch wirklich lesen, passen würde. Ich glaube, Teil 2 und Teil 3 gibt es auch nicht mehr neu zu kaufen, sondern nur noch gebraucht. Und ich bräuchte da jetzt ganz, ganz dringend von euch eine Rückmeldung, weil wenn, dann müsste ich mir die nächsten zwei Teile mal kaufen, bevor ich sie halt nicht mehr bekomme. Daneben steht Anima, Schwarze Seele, Weißes Herz von Kim Kästner. Kim Kästner ist eine deutsche Autorin und schreibt wunderschön. Sie ist echt richtig toll, was das Schreiben betrifft. Sie hat hier mal was ganz Neues zusammengefasst, so in diese Fantasy-Richtung, aber auch so ein Hauch von Religion und ja, so, das ist ein ganz, ganz besonderer Mix, der sich auf alle Fälle lohnt. Also wenn ihr Bock auf was Neuartiges habt, dann schaut bei diesem Buch vorbei. Es hat da damals, glaube ich, was heißt damals, ich glaube letzten Monat von mir 4,5 oder 5 Sterne gekriegt. Ich weiß das gar nicht genau. Es war auf jeden Fall eins meiner Monatshighlights. Dann habe ich hier stehen und oh mein Gott, ist es unscharf. Ich bin so stolz darauf, dass ich diese Trilogie so hier in diesem Format und in diesem Cover stehen habe. Nämlich Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Es war ein langer, harter Kampf mit dieser Reihe, denn ich habe die einer Zuschauerin abgekauft und irgendwie ist ihr andauernd was dazwischen gekommen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie mich irgendwie über den Tisch gezogen hat. Und dabei war es aber nicht so. Und das war echt nicht so einfach für uns beide, glaube ich. Und irgendwie habe ich auch immer gedacht, oh Gott, die Arme, die muss mich jetzt irgendwie hassen. Nur, versteht ihr das? Wenn ihr etwas bestellt und es kommt nie an und irgendwie 5 Wochen später ist es immer noch nicht da, dann denkt man einfach so, okay, man wird jetzt voll geprellt. Es wäre jetzt zwar nicht weltbewegend oder schlimm gewesen, weil so viel Geld war es dementsprechend auch nicht, aber es war echt ein richtiger Kampf und irgendwie ist da immer was schief gegangen, was es hat zu wirken lassen, als würde da ganz komische Machenschaften im Hintergrund laufen. Aber es hat ja dann schlussendlich zum Glück doch geklappt und diese Bücher sind hier angekommen und ich bin wahnsinnig froh darüber. Ich finde sie einfach atemberaubend schön und freue mich halt auch schon darauf, sie zu lesen. Daneben steht dann die Chroniken der Unterwelt-Reihe. City of Bones Band 1, City of Ashes Band 2 habe ich schon gelesen und den dritten City of Glass noch nicht. Das war ja damals mal als Trilogie gedacht und ist danach relativ abgeschlossen. Ich glaube, im 4., 5. und 6. Band geht es dann auch um Simon oder so, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den dritten Band, City of Glass. Muss mir dann auch unbedingt mal Band 4, 5 und 6 kaufen, aber erstmal möchte ich City of Glass halt lesen. Und ja, daneben steht, das können wir ja mal einmal so rüberschwenken, noch die Chroniken, komm raus, des Magnus Bane und der
Schattenjäger-Kodex, wenn man ihn denn sieht. Ja, genau, hier der Schattenjäger-Kodex. Ich bin halt nach dem zweiten Teil, also nach City of Ashes, dem Schattenjäger-Fieber total verfallen. Der erste Teil, City of Bones, konnte mich persönlich auch nicht so überzeugen. Da habe ich neulich noch mit Sarah drüber geredet. Man sollte auf jeden Fall dem zweiten Teil, also City of Ashes, noch eine Chance geben, weil ich fand, der war einfach wesentlich stärker als der erste. Dann steht hier noch Stigmata von Beatrix Gurian. Ist auch eine deutsche Autorin. Soll so ein bisschen creepy, horrormäßig sein, habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen. Ich habe es natürlich noch nicht gelesen, das ist nur eingeschweißt. Werde ich wohl, denn denke ich, so eher so in den Herbstmonaten lesen. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Es geht, glaube ich, um ein Mädchen, was seine Mutter verloren hat, aber dann noch Nachrichten von ihr kriegt oder irgendwie so. Das hört sich ja schon so ein bisschen, ja, creepy an. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf und hoffe, dass ich nachts schlafen kann, wenn ich dieses Buch gelesen habe. Und zu guter Letzt auf diesem Regalbrett, die Märchenadaption, glaube ich, von Schneewittchen ist das von Salasimuka. So rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Das sind Band 1 und Band 2 dieser Trilogie. Ich weiß nicht, wann oder wie oder wo der dritte Teil da erscheint. Ich hoffe, er erscheint auf alle Fälle. Sollen gut sein, habe ich mir sagen lassen. Die habe ich mir gerade vor kurzem als Mängelexemplar gekauft und freue mich da schon bis ziemlich drauf. Die sollen so ein bisschen, ja, es geht irgendwie um Drogen und um Mafia und keine Ahnung. Also ziemlich moderne Märchenadaption und ich lasse mich einfach mal überraschen. Dann wandern wir mal hier rüber. Hier steht meine Katniss im Spott-Turple-Outfit. Sie ist so cool. Die stellen wir mal hier hoch. So. Und als erstes habe ich hier auf diesem Brett bei meinem Script Five und Löwe Büchern stehen, Dark Canopy von Jennifer Bankow. Habe ich damals als Hörbuch gehört und ich muss euch sagen, mich konnte das Hörbuch nicht so von sich überzeugen. Das kann an der Sprecherin gelegen haben. Die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht schlecht, so diese ganze Dystopie-Thematik und alles. Ich hatte aber bis dato noch keine Motivation, Dark Destiny weiter zu lesen, beziehungsweise mir erstmal überhaupt zu kaufen. Denn irgendwie hat die Sprecherin mir das schon so ein bisschen versaut und ja, ich muss mal schauen, wann ich mir jetzt mal den zweiten Teil dazu hole. Dann hätte ich diese Dilogie natürlich auch beendet. Das wäre gar nicht so verkehrt. Dann stehen hier Band 1 und Band 2 von den Raven Boys von, heißen die so, von Maggies Stiefvater. Wen der Rabe ruft, wer die Lilie träumt. Band 3, wie heißt Band 3 denn nochmal? Ich weiß es nicht. Kann ich euch jetzt aus dem Kopf gerade gar nicht sagen. Habe ich noch nicht. Ich will erstmal Band 2 lesen und dann will ich mir eigentlich Band 3 holen. Und ich hoffe, der vierte erscheint jetzt dieses Jahr dann auch irgendwann. Wäre ziemlich cool, weil dann könnte man diese Reihe, ich glaube, es ist nur eine Tetralogie, auch beenden. Der erste hat mir übrigens ziemlich gut gefallen, hat 4 Sterne gekriegt. Ich bin gespannt auf den zweiten. Hier steht noch ein Maggie Stiefvater-Buch, nämlich Rot wie das Meer, habe ich schon gelesen, hat mir gut gefallen, geht so um eine Insel und da gibt es Seepferde, die gefangen werden und ziemlich kaltblütig sind und dann geht es um einen Jungen und ein Mädchen und die machen jedes Jahr ein Rennen und bei diesem Rennen sterben so viele und sie will mitmachen und er macht auch mit und keine Ahnung, irgendwie so war das. Ich fand die ganze Pferdethematik ein bisschen too much. Ansonsten fand ich es gut, aber die Beziehungen sind für mich wahnsinnig in den Hintergrund gerutscht durch diese ganze Pferdesache. Stehen hier 2 Bettina Belitz Bücher. Einmal Linna singt und Mit uns der Wind. Das möchte ich ganz dringend lesen. Das hat so einen Thriller-Charakter. Es ist so ein Jugendthriller, glaube ich, wenn überhaupt. Aber hier geht es irgendwie um Freunde und um ein Mädchen, was immer gesungen hat, wenn die sich getroffen haben, aber jetzt nicht mehr singt, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und das hört sich ziemlich cool an, da freue ich mich schon drauf. Wir haben im Bookcircle ja Mit uns der Wind von Bettina Belitz gelesen. Das war nicht ganz so der Oberhammer. Aber trotzdem möchte ich Linna Sint auf jeden Fall lesen und Bettina Belitz nochmal eine Chance geben, weil ich glaube, dass sie doch eine ziemlich gute Autorin sein kann. Vielleicht war Mit uns der Wind einfach nicht ihr stärkstes Buch und wir haben da so ein bisschen Fehlgriff gelandet. Deswegen möchte ich es bei Linna Sint unbedingt einmal ausprobieren. Habe ich hier noch ein weiteres Jennifer Banker Buch, nämlich Himmelsfern, habe ich auch bereits gelesen, hat mir gut gefallen, hat von mir damals, glaube ich, 4 Sterne gekriegt. Ich kann diesen ganz großen Hype nicht ganz unterschreiben, weil dafür hat mir immer noch so ein bisschen was gefehlt und dafür ist es mir manchmal auch ein bisschen zu ausschweifend und zu detailliert. Ansonsten aber ein gutes Buch, was viel Potenzial hat und was ich gern gelesen habe.
glaube, das war auch meine erste Rezension auf meinem eigenen Kanal. Nini hat das ja damals gelesen auf Schokibooks und fand das super gut. Und ja, das war eins der ersten Bücher, was ich auf meinem Kanal rezensiert habe. Dann steht hier noch Das Mädchen mit den gläsernen Füßen von Ellie Shaw, oder wie sie ausgesprochen wird. Viele sagen mir, dass es echt schlecht sein soll. Ich möchte es trotzdem wenigstens anlesen und mir selbst eine Meinung darüber bilden, weil ich die Thematik eigentlich ziemlich gut finde. Hier geht es um ein Mädchen, das irgendwie immer kranker wird und aus Glas wird oder so. Das hört sich ziemlich cool an und dann gibt es da einen Jungen, der dir irgendwie helfen kann. Und ich mag das Cover und ich mag, dass es einen silbernen Buchschnitt hat. Und ja, ich will dem Buch auf alle Fälle seine Chance geben. Das steht hier auch schon echt lange und ist eine totale Subleiche, aber trotzdem, das liegt daran, dass mir ganz viele immer sagen, dass es so schlecht ist und deswegen traue ich mich da nicht. Und zu guter Letzt steht hier noch Die drei Leben der Tomomi Ishikawa von Benjamin Constable. Ich freue mich da schon drauf. Das ist ein Mädchen, was, glaube ich, mehrmals stirbt oder so. Und dann gibt es da eine Katze und irgendwie hört sich das cool an. Das hat Nini damals mal als Rezensionsexemplar gegeben und bekommen und mir dann geschenkt. Darüber habe ich mich so wahnsinnig gefreut und jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft, das zu lesen. Das ist eigentlich eine absolute Schande. Aber es steht einfach so weit hinten an, weil Rezensionsexemplare immer wieder vorgehen und sich dann vordrängeln. Und ja, es ist ein ewiger Kreis. Wir rücken mal ein Stück rüber, denn hier stehen noch ein paar Löwe-Bücher. So, hier haben wir noch 4 Löwe-Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr die scharf seht und ob das hell genug da drin ist, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. So, hier steht einmal Band 1, ups, und Band 2 von Elfenseele zwischen den Nebeln. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt, weil ich die nämlich umgestellt habe, da ich einen dritten Teil gekriegt habe und der oben keinen Platz mehr hatte, musste ich welche rausnehmen. Ich glaube, ich habe euch die schon mal gezeigt. Aber auf jeden Fall, die beiden habe ich hier stehen. Ich bräuchte den dritten mal ganz dringend. Dann habe ich hier noch Band 1 und Band 2 von Kai Meyers Seide und Schwert und Lanze und Licht. Drache und, Drache und irgendwas fehlt mir noch. Ich hatte die mal alle 3 als Taschenbuch, habe die dann aber an Leseeule Theresa verschenkt und sammle mir die jetzt gerade so als Hardcover zusammen. Die sind ja auch nicht teuer als Hardcover. Ich muss mal gucken, wann ich den dritten Teil von Wolkenvolk dann noch bekomme. Ich wollte die alle als Hörbücher hören, weil ich eigentlich die Hörbücher von Kai Meyer ziemlich gerne mag und mich damit immer gut unterhalten fühle. Und ja, deswegen sammle ich mir gerade die Bücher in nicht so guter Verfassung zusammen, wie ihr seht. Die sind alle nicht so bombastisch toll im Zustand. Ja, hier hat irgendwelche Klebesachen hier drauf. Bei dem passt irgendwie der Schutzumschlag gar nicht richtig. Aber das soll egal sein. Sie stehen ja dann schlussendlich nur als, ne, so als stellvertretend für das Hörbuch im Regal. Dann geht es auf diesem Brett hier weiter. Und hier habe ich den CBJ Verlag stehen. Und ich starte mal durch mit Lockwood & Co., Die seufzende Wendeltreppe. Das ist der erste Teil dieser Reihe von Jonathan Stroud. Da erscheint ja jetzt auch bald der 4. Band. Ich habe den ersten immer noch nicht gelesen, was ich aber nicht so schlimm finde, weil ich weiß gar nicht, ob es 4 oder 5 Bände werden. Und bis der 5. dann mal erschienen ist, dann fange ich da irgendwann mal an und kann sie dann in einem durchlesen und muss nicht so lange warten wie alle anderen. Auch hier stehen habe ich Der unsterbliche Alchemist, Die Geheimnisse des Nicolas Flamel. Das ist der erste Band dieser Reihe. Sarah hat mir die empfohlen und liebt die einfach total. Ich muss mir jetzt mal die weiteren Teile kaufen und das unbedingt lesen. Die sind alle 6 schon erschienen und Sarah war, als sie hier war, schon richtig wütend auf mich, weil ich die noch nicht gelesen habe. Dann habe ich hier noch stehen Die Chroniken vom Anbeginn, Emerald, Band Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt lesen möchte. Ich bin mir da noch sehr unsicher, wobei Nini gesagt hat, dass es echt gut sein soll und ich soll das unbedingt lesen. Ich weiß es nicht. Das ist auch so ein typisches Buch für, muss ich dieses Buch wirklich lesen? Ich glaube, das geht so in Richtung Chroniken von Narnia und das spricht mich eigentlich auch nicht so sehr an und deswegen bin ich ja ein bisschen unschlüssig. Oh, jetzt habe ich euch getreten. Tut mir leid. Steht hier noch von Huntley Fitzpatrick, Mein Sommer nebenan und Es duftet nach Sommer. Es duftet nach Sommer habe ich gelesen, hat mir gut gefallen. 4 Sterne, das habe ich noch nicht gelesen, muss ich noch lesen. Ich bin gespannt, da ist jetzt auch ein neuer Band, glaube ich, von Huntley Fitzpatrick rausgekommen. Mal gucken, wann ich dazu komme, den zu besitzen und zu lesen. Sind halt so typische Sommerbücher. Außerdem steht hier noch Pfirsichsommer. Das habe ich mal von Agathe geschenkt gekriegt. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Ich habe keinen Plan, ob ich das jemals lesen werde. Es steht hier einfach erstmal. Dann steht hier noch von Sarah Ockler, Die Sterne leuchten immer noch. Von Sarah Ockler habe ich Den Geschmack des Sommers gelesen. Der hat mir gut gefallen. Es war so eine Familiengeschichte. Ich weiß nicht, worum es hier genau geht. Ich glaube, um ein Mädchen, was
Die hat die beste Freundin glaubt, dass sie noch nie einen Freund hatte. Dabei war die aber schon mal mit dem Bruder von ihrer besten Freundin sozusagen zusammen. Aber das ist ein Geheimnis und das darf sie nie erfahren. Und sie verliebt sich dann in einen anderen Typen und ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Hier steht außerdem auch noch der Kuss der Göttin von April Pike. Das ist die Autorin von der Elfenreihe, die ihr gleich auch noch sehen werdet oder hier schon da seht. Habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob das weiter übersetzt wird. Also es gibt immer Band 1 und Band 2 als Mängelexemplar und vom dritten habe ich bislang noch nichts gehört und ich bin mir auch sehr unsicher, ob das dann überhaupt weiterverfolgt wird. Steht hier noch von Heather Petty, My Dear Sherlock, wie alles begann. Das ist eine Neuauflage von Sherlock Holmes sogar, sozusagen spielt in der Neuzeit. Hier geht es um Sherlock und Moriarty und fand ich sehr gut, hat von mir 4 Sterne gekriegt. Ich bin schon gespannt auf den zweiten Teil, der erscheint jetzt auch bald. Und ja, ich freue mich da schon mal wahnsinnig drauf und hoffe, dass er gut sein wird. Dann habe ich hier die Elfenkuss-Reihe stehen. Elfenkuss, Elfenliebe, Elfenbann und Elfenglanz. Alle 4 noch nicht gelesen, aber ich habe sie vollständig im Regal stehen. Die sind auch wunderschön. Ich mag sie super gerne. Und sobald ich den letzten Teil von Plötzlich Fee gelesen habe, nämlich Das Geheimnis von Nimani, fange ich diese Reihe hier ganz dringend an, weil ich da einfach absolut Lust drauf habe. Dann steht hier noch von Katie Rice, das ist die Autorin von Bones, Wilds, Band 1, Tote können nicht mehr reden, Band 2, nur die Toten kennen die Wahrheit und Band 3, jeder Tote hütet ein Geheimnis. Hier geht es um die Nichte, glaube ich, von Tam Bones und ich freue mich da schon riesig drauf. Das ist halt Jugendbuchreihe dazu, das andere ist ja mehr so für Erwachsene und ja, ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie das sein wird, wenn ich das denn dann mal lese. Mir kribbelt es schon wahnsinnig in den Fingern, aber ich habe es immer aufgeschoben, weil ich es mir irgendwie aufheben möchte. Ich bin schon so gespannt. Ich will eigentlich auch die Erwachsenenbücher von Katie Rice lesen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das nervlich aushalte. Von daher will ich erstmal die Jugendbücher austesten. Und ja, ich bin schon so in vorfreudiger Erwartung. Und zu guter Letzt habe ich hier noch Half-Bad stehen, Das Dunkle in mir. Ich weiß gar nicht, ob das weiter übersetzt wird. Der zweite Band ist da ja schon vor einer ganzen Weile erschienen. Auf Englisch auf jeden Fall. Und ich habe da gerade keine Vorstellung, wie das aussieht und ob das rauskommt oder nicht. Es geht hier irgendwie um Hexen, um eine Hexe, die nur zur Hälfte schlecht ist oder so. Ich weiß es nicht zu 100%. Sobald ich es gelesen habe, werde ich euch aber mehr berichten und ich hoffe einfach inständig, dass da der zweite Band erscheinen wird. Sonst sortiere ich es halt nämlich wieder aus. Und dann kommen wir zum letzten Regalbrett, nämlich zu meinem Egmont Ink Regalbrett. Und hier haben wir als allererstes stehen Survive, wenn der Schnee mein Herz berührt von Alice Morrell. Ein unglaublich tolles Buch, was mich damals, als ich es gelesen habe, wahnsinnig aufgewühlt hat, da es halt ein Buch ist über einen Schicksalsschlag und eine Geschichte, die einem das Herz so zusammendrückt und man denkt einfach nur, oh Gott, wie grausam. Ja, ich fand es richtig gut. Das war auch das Buch, was ich als allererstes auf YouTube bei Schuckibooks rezensiert habe und da kommt so Nostalgie gerade auf. Ich fand es einfach richtig gut und es hat mich richtig bewegt und richtig mitgerissen und ihr solltet es unbedingt lesen, denn es lohnt sich absolut. Dann steht hier noch der zweite Teil von Kyria und Rap. Der erste liegt auf meinem Frühlingssub, deswegen steht er jetzt hier gerade nicht. Das ist die Rückkehr, den ersten verlinke ich euch aber auch, dann könnt ihr euch den angucken. Ich glaube, die gibt es jetzt auch als Taschenbuch. Also für alle, die lieber Taschenbücher kaufen und haben wollen, können da auch mal vorbeischauen. Steht hier Julia für immer und Romeo von immer von Stacey J. Das war damals, als Ninny und ich mit YouTube durchgestartet sind, ein absolutes Highlight-Buch und in aller Munde. Ich habe es mir dann gekauft. Den zweiten habe ich mir, glaube ich, gebraucht oder als Mängelexemplar erstanden. Und es wurde so gehypt. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, aber es soll echt gut sein. Vielleicht muss ich das mal nachholen und oder endlich mal aufholen und es jetzt mal langsam in Angriff nehmen. Dann stehen hier alle 4 Bände von Ashes, Brennendes Herz, Tödliche Schatten, Ruhelose Seelen und Pechschwarzer Mond. Der erste, ein absolutes Lese-Highlight und eine absolute Leseempfehlung. 5 Sterne plus plus. Der zweite war ein Desaster. Der dritte wurde besser, war aber immer noch mehr Tendenz zu Desaster. Und der vierte war okay. Hat aber nicht alle Fragen geklärt und mich ziemlich frustriert zurückgelassen. Dazu gibt es auch eine Reihenvorstellung. Schaut euch die doch mal gerne an, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Dann habe ich hier noch
von Jessica Spotts, wo Töchter des Mondes Kate und Töchter des Mondes Sternfluch. Band 1 und Band 2, den dritten besitze ich noch nicht. Hier geht es auch um Hexen, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, weil ich glaube, dass es ein absolut geniales, super tolles Hexenbuch sein wird. Es spielt, glaube ich, ein bisschen in den im 20. oder im 19., ich weiß es gar nicht, ich glaube im 20. Jahrhundert, in den 20er Jahren oder so, und ich freue mich da schon so drauf. Ich bin so aufgeregt und so gespannt. Band 1 und Band 2 von Mortal Kiss, Ist deine Liebe unsterblich und wem gehört dein Herz von Alice Moss. Diese gibt es jetzt als Neuauflage und die heißen ganz, ganz anders. Irgendwie Crystal Heart oder so oder Kristallherz oder sowas. Ich weiß es nicht. Hier geht es auf jeden Fall um Werwölfe und um ein junges Mädchen, was sich in einen verliebt. Und ich fand das ziemlich gut. Den ersten Band, der hat 4 Sterne von mir gekriegt und mir echt gut gefallen. Den zweiten fand ich dann nicht mehr ganz so stark. Ich glaube, es ist auch nur eine Dilogie. Auf jeden Fall habe ich nie irgendwie im englischsprachigen Raum was von dem dritten Teil gesehen. Dann habe ich hier noch von Julie Leutze der Geschmack von Sommerregen stehen. Passt hier leider nicht ins Regal, deswegen steht es immer so schräg. Und ja, das soll richtig gut sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist halt so eine typische Sommerliebesgeschichte. Und ja, ich bin schon echt gespannt. Und dann steht hier mein kleiner Buddha, da liegt das Buch. Dann habe ich hier Waterfire-Saga, das hole ich jetzt mal nicht raus. Das erste Lied der Meere von Jennifer O'Donnell und Donnelly. Fand ich ganz okay. Mir waren da teilweise viel zu viele merkwürdige Namen drin. Ansonsten aber eine nette Meeresgeschichte, die man nicht unbedingt lesen muss, aber lesen kann. Band 2 und Band 3 sehen wunderschön aus. Jetzt habe ich den vierten gesehen und ich muss echt sagen, der vierte ist so hässlich. Und ich verstehe nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat, den vierten Band so hässlich zu machen. Und zu guter Letzt steht hier noch Mädchenmeute von Kirsten Fuchs. Habe ich noch nicht gelesen, werde ich wahrscheinlich auch nicht lesen, denn das war ein Buch, das kam mir als unangefragtes Rezensionsexemplar vorbei und irgendwie spricht es mich halt null an. Es ist überhaupt nicht meine Thematik, habe ich so das Gefühl. Und ja, es steht hier einfach nur so rum. Das war's von meiner Bookshelf-Tour, auf jeden Fall von Part 3. Ich zeige euch nochmal im Überblick alle Bücher und alles, was hier so im Regal stand. Da haben wir einmal hier das Egmont Inc. Regalbrett, dann mein CBJ Regalbrett und jetzt, glaube ich, kommt da gleich ein Bücherstapel, weil ich eben noch andere Videos gedreht habe. Dann haben wir hier Löwe und Script 5. Noch ein Bücherstapel, gegen den ich gerade gestoßen bin. Und zu guter Letzt mein Arena-Verlagsbrett. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns im nächsten Bücherregal-Video wieder. Das kommt, glaube ich, in irgendwie in einer oder zwei Wochen. Ich kann es euch gar nicht ganz genau sagen, aber irgendwie so. Bis dahin, ciao!